Was stapft denn da? Was ist hier los? Ich will das vielleicht nicht wissen. Moment mal. Nee, okay, cool. Was ist da? Hallo? Ach, ihr? Ja gut, es geht ja noch. Aua, voll erwischt und so. Oh, schön in der Luft. Mega. Natürlich ist hier ein Item, das wusste ich auch irgendwie noch. Ich weiß nur noch nicht. Doch, eigentlich hier einfach, oder? Ja, hättest du mal gedacht. Nee, wir wurden verarscht. Ja, geht jetzt Haustier-DLC. Da hast du Hunde, Katzen etc. dabei und hab nicht viel gesehen, aber haben jetzt einen Hund als Begleiter. Oh, wie süß. Voll cool. Schöne Idee. So die typischen nur Hund und Katze oder auch noch mehr und so. Sweet idea. Da ist doch auch noch mal was. Nicht? Okay. Warte mal. Hey, gehen wir nochmal rein hier. Was? Das ist eine Verarschi-Röhre. Hä? Was ist das jetzt? Gut, das war die Verarschi-Röhre. Ich weiß nicht, wo der richtige gegangen ist. Hier vielleicht? Nee. Was ist denn das jetzt wieder? They see me roll, they hate it. Ja. Wir sind gerade bei einer Frau am Renovieren, die einen Leguan hat. Oh, wie cool. Ein Leguan. Leguane sind toll. Sind auch tolle Tiere. Cool. Hä? Was ist denn das für eine Verarschi-Röhre? Sind das jetzt schon wieder? Muss ich wieder von woanders herkommen oder was? Muss mich mal umschauen hier. Da oben. Nee, warum? Was ist denn jetzt los? Wow. Wow. Okay, kann ich trotzdem zurückgehen? Nein. Na, dann halt nicht. Gut ausgewichen, Samus. Ey, Respekt. Ist ja voll nervig wieder. Das war klar, dass das passiert. Alle streichen, das Spiel tut mir nicht gut. War da auch die Frau mit dem Leguan, oder? Auch einen Toaster? Alles. Achso, hier dann. Dann tut dir das Spiel wirklich nicht gut. Was ist denn hier jetzt wieder los? Starlos, hallo.
Ich komme ja nicht rüber, was ist denn das? Anders nervig. Komme ich jetzt noch an das... Ja, irgendwann vielleicht. Ja, und jetzt? Ich komme da nicht rüber. Machen wir es dann so, oder? Man muss sich nur zu helfen wissen. Komm her, du komisches Vieh. Nein. Ne, ne, Samus, du Affe. Wieso hältst du dich nicht fest? Aber ihr Nazis bin mal im Lurky-Bert. Mach mal Ausrufezeichen Lurk-Cutie. Haben wir jetzt. Und so. Was ist denn da hinten jetzt? Oder kennst du die schon? Egal. Ab in den Lurk. Fantastisch, oder? Ab in den Lurk. Viel Spaß im Lurk auf jeden Fall. Ich liebe es. Yay. Freut mich. Ist lustig, ne? Also muss ich gegen den Affen da kämpfen. Doktor. What the? Wo sind wir? Oh nein. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ist echt so. 29 von 30. Scheiße, ich muss den Scheiß wieder sammeln. Mann ey, ich hab echt gar nichts gemacht. Was soll das? Ich muss zurück. Interessanter Speicherpunkt an der Stelle. Jetzt haben wir wieder 30. So, nochmal hin. Nein, nicht die Elchis, jetzt geht weg. Ja. Kackibärz. Ist aber auch ein fieses Vieh. Muss man schon auch sagen. Aber dann habe ich jetzt vielleicht die Möglichkeit, das Item nochmal zu holen. Vielleicht, aber auch nicht. Hallo? Hallo? Ach ja, jetzt sind ja die auch wieder da, die Affen. Kann ich ja nicht so. Okay. Kann man da reinnähen, ne? Übersehe doch irgendwas, oder? Ich weiß nicht. Weiß ich nicht. Na. Klar, ihr wieder. Muss ich euch nutzen? Nee, ne? Oder doch? Oder was ist denn hier? Oh mein Gott, du Affe! Ich kann ja wirklich schon da rein. Oh, Wahnsinn. Oh mein Gott. Ja, dann haben wir es ja jetzt. Ah, siehst du, hat doch was Gutes, dass wir gestorben sind. Na also. Nice. Well. Mein Arm ist eingefroren. Na,
Tschüss. Geil. Gut, dann haben wir das Item. Jetzt geht's hier wieder los. Okay, dann wollen wir ihn mal hinterher hasseln. Nee, das ist ja der Wahnsinn, immer dieser Rückstoß, oder? Die was auch nicht, das gefällt mir nicht, das ist nicht für ein Scheiß jetzt. Bitte. Aha! Können wir hier kämpfen? Wäre geil. Hä, wo kommen denn die Bobbles her? Gibt's da noch einen zweiten Fuzzi? Ja, sieht so aus. Ne, helfen, hä? Sprachen lernen, Bubble. Da ist echt noch ein zweiter. Hör. Oh, Jesus Maria. Nee. Ich will das nicht. Das geht doch nicht. Hey, woher kamen die lila Bobbles? Das ist doch nur einer. Hä? Oh, Samen. Samen ist einfach zu blöd, um irgendwelche Kanten zu greifen manchmal. Nochmal den. Was ist ein Millimeter, oder? Voll die Verarsche einfach auch. Ich komme hier nicht rüber, das kannst du komplett vergessen. Wir kämpfen hier. Damit das klar ist. Jo! Der dreht alles weg. Zu ihm, oder? Samus, da war kein Gegner. Ab in den Lurk. Viel Spaß im Lurk. Ja, was ist denn das für eine Fettbombe? Oh. Okay. Ich nehme das Wasser, um mich zu schützen. Oh Gott! Ein Hallo? Hallo gibt es nicht, Rex. Das ist sehr schade. Aber es gibt es nicht. Johann! Leg dich nicht mit Sohan an! Oh. Mamma mia! Was ist denn er außer Kontrolle geraten ist? Komm runter! Meine Fresse. Oh. Auf einmal tot. Zum Glück. Boah, ist das eine Idiothaftigkeit. Hier ist nochmal ein Item. Bam. Oh ja. Ja, danke. Das ist schon ein bisschen anders heftig mit dem Fuzzi. Boah. Aber wir haben es geschafft. Erfolgreich. Und so. Weiter geht's. Zum Glück habe ich mich da im Wasser nochmal aufgeladen. Ich mag so Fights. Bisschen herausfordernd und so.
Ach, zum Glück. Ganz genau. Und es geht weiter. Ach. Und dann zurück oder so. Hierhin? Einmal im Kreis. Danke auch zu Gladi. Aha. Was ist denn das schon wieder? Aua, voll in den Rücken. Das tut doch weh. Mit 66 Leben, da fängt der Spaß erst an. Ja. Keine Ahnung. Hier ist nichts, gell? Da ist wirklich nichts, oder? Immer weiter. Was ist das hier für ein Raum? Warum leuchtet das rot? Was ist das für ein Schleusi? Das scheint so nach Falle. Ich weiß nicht. Oh, natürlich. The creature's corpse showed signs of what looked like Metroid predation, making my mind race. Metroids? Here? Impossible. Metroids can't tolerate cold temperatures. They couldn't survive in this environment. Besides, they're extinct. The baby was the last of its kind. Tja, Samus, du weißt doch, dass hier gezüchtet wurde. Es sieht aus, als wurden kälteunempfindliche Metroids gezüchtet. Was schlecht ist, weil die Metroids einzige Schwäche waren halt war der Eisbeam. Wenn die jetzt kälteunempfindlich sind, ein bisschen kacki. Aber ja, das ist ja das, was wir schon gesagt haben. Die haben hier gezüchtet, die haben ja versucht, Biowaffen auch herzustellen, die haben ja alles so perfektioniert quasi, die haben Cebesianer kybernetisch verändert. Warum auch immer Cebesianer? Das wundert mich sowieso. Wie Cebesianer? Haben die Cebesianer geklont und wollten die dann für sich nutzen? Das macht Sinn. Das macht vielleicht Sinn, weil sie ja in ihrem Exoskelett das Logo von Galactic Federation hatten, beziehungsweise der eine hat ja gepiept. Das hätte einfach sein, also wahrscheinlich haben sie die gezüchtet. Und wahrscheinlich so hingehen, von wegen, okay, wenn ihr uns nicht mehr gehorcht, dann sprengen wir euch einfach, weil die in ihrem Körper eine Bombe haben. Das wahrscheinlich. Wäre es aus dem Ruder gelaufen, hätten sie einfach alle gesprengt. Aber, yo. Trotzdem. Warum? Das hier kann ich, glaube ich, nicht aufmachen. Normale Missile?